Das ist also Porta Fisco. Die einstige Metropole am Rostroten Meer. Ein ganz schöner Drecksladen. Selbst für Deponia-Maßstäbe. Und was stinkt hier nur so furchtbar? Oh Gott, das stinkt wirklich krank. Oh, oh Gott. Ach, oh, schön. Der Gregor Honk. Ah, oh, ist das toll. Ah, oh, oh, ich mag den. Aha, da oben ist ein Stromumkehrer. Was ist denn das? Aha, dass ich mich an alles noch erinnere. Ich mag die Dinger. Sie sind wie ich, immer gegen den Strom. Das Tolle ist ja, in jedem Teil von Deponia kommt mindestens ein Stromumkehrer vor. In jedem, ja? In allen Vieren kommt ein Stromumkehrer vor. Super. Sorry, hab nebenbei was getrunken. Ich dachte, das geht länger. So, brennende Fass. Das erinnert mich an meinen grandiosen Trick mit der Gulaschkanone. Bitte? Der hat eine Gulaschkanone? Du sollst es angucken. Das erinnert mich an meinen... Achso, der erinnert mich an jemanden. Mit seiner Mütze. Aha, da haben wir noch Gold, da haben wir Goon, da haben wir einen Regenschirm, den wir jetzt noch gar nichts machen können. Hier haben wir Fragezeichen, hier haben wir Goal, da haben wir noch mehr Fragezeichen, hier haben wir Gronk. Ich sprich mal mit, oh Gott, gut. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu sehr ins Mikrofon lache. Er kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, mir auch, mir auch. Ach, schön. Hey da, sozial benachteiligter Zeitgenosse. Muss das sein? Wieso? Ist das nicht der politisch korrekte Terminus? Ich habe extra nicht ranziger Penner gesagt, obwohl sich das ziemlich aufgedrängt hat. Mein Name ist Goon. Und wenn du dich über Obdachlose lustig machen willst, dann bist du hier an der falschen Adresse. Keine Sorge, ich bin ein Freund des kleinen Mannes. Des kleinen Mannes? Ja, sein Name ist Wenzel. Ich habe keine Ahnung, wovon du da redest. Ach, das hätte ich ja fast vergessen. Das niedere Volk versteht ja die Sprache der Bildungselite nicht. Zum Glück bin ich geübt im Ghetto-Slang. Och nee, och bitte mach das nicht. Hey ho, Digger, was geht ab in der Hood? Och, lass das bitte, ja? Ich hab nicht immer auf der Straße gelebt. Ich bin Akademiker. Ah, jetzt verstehe mit Niveau. Ich. Das hier ist so eine Art soziales Experiment, richtig? Du tarnst dich als Tippelbruder, um die Gebräuche der Tramps zu studieren. Genau. Sehr clever. Fast wäre ich drauf reingefallen, aber nur fast. Zugegeben. Dein Gestank ist authentisch. Aber was dein Benehmen betrifft, da gibt's noch viel nachzubessern. Ich kenne mich gut aus mit den Gepflogenheiten des gemeinen Kloschars. Ich kann dir einiges beibringen, wenn du mir im Gegenzug ein paar Fragen beantwortest. Aber. Keine Widerworte. Ich bestehe darauf. Ich wollte mich gerade richtig hinsetzen und mich aushusten, verdammt. Jetzt, das Wort Clothar hat mich, hat mich aus dem Ding gebracht. Jetzt, ich weiß gar nicht, um was es geht. Du siehst hungrig? Du siehst hungrig aus. Du siehst hungrig aus. Ah, bin ich auch. Ich ernähre mich seit Monaten von Algen, die an der Kaimauer wachsen. Davon blutet zwar mein Zahnfleisch, aber was soll ich denn machen? Ja. Ich sehe, du bemühst dich. Aber nur weil es erbärmlich ist, ist es nicht gleich Penner-Style. Also, was essen Penner? Was auch immer sie finden, wie ich fürchte. Falsch. Ich habe letzte Woche sogar den Wundschor von einem weggeworfenen Pflaster abgeknabbert. Ich sagte falsch. Penner essen Schuhe. Was? Na, Schuhe, das weiß doch jeder. Anfänger. Den Wundschor von einem Pflaster. Wenn man sich das vorstellt, dann ist es noch ekelhafter als zuvor. Was stinkt denn hier so? Wie unsensibel von mir. Das bist ja du. Findest du nicht, dass du ein wenig übertreibst? Sehr witzig. Du durftest auch nicht gerade nach Orchideen. Hey, schön in der Rolle bleiben, ja? Ein Penner wie du weiß doch gar nicht, was Orchidaleen sind. Also, halt den Ball flach, okay? Aber jetzt ehrlich, was sind Orchidaleen? Die kenne ich nicht. Orchideen kenne ich. Rotredendern kenne ich auch, aber was sind Orchidaleen? Das kenne ich nicht. Ist das dein Schirm eigentlich? Ist das da dein Schirm? Hey, Finger weg. Er ist das Einzige, was ich noch habe. Das Wetter hier am Kai.
kann manchmal ganz schön unbarmherzig sein. Keine Bange, ich nehme ihn dir schon nicht weg. Ich nehme nur ein paar Modifikationen vor. Er sieht einfach noch zu neu aus. Findest du? Dabei ist bei dem Gewitter neulich der Blitz eingeschlagen. Aha. So, das sollte reichen. Aber so schützt er mich doch gar nicht mehr vor dem Regen. Jetzt sei mal nicht so undankbar. Ich helfe dir nur, in deiner Rolle zu bleiben. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich Gronkh wäre, ne, und danach kommt der Entwickler und sagt, hey, möchtest du deine Rolle sprechen, du kriegst einen Charakter, ja, überdenkt den Rest gar nicht, ne, und danach spielt man einen stinkenden Penner, der ständig vom Hauptprotagonisten beleidigt wird. Da würde ich mir auch ganz merkwürdig vorkommen. Wir könnten ein bisschen Freestyle üben. Oh ja, Freestyle ist ja genau mein Ding. Wir könnten ein bisschen Freestylen üben. Als Bewohner des Ghettos musst du nur ein Instrument beherrschen. Die Beatbox. Beatbox? Es ist ganz einfach. So. Und jetzt du. Okay, und jetzt? Yeah. Rufus hat den Groove. Rufus hat den Groove, yeah. Er ist cool, beliebt und lässig, er kickass erfahrungsmäßig. Seine Pläne immer episch, nicht kopierbar, weil genetisch. Er ist Rufus. Yeah, yeah, Rufus. Wer ist geiler, weil er steiler geht und Salz bringt wie ein Alba-Geh? Wer kommt krass und ganz weit rum? Er ist bald auf Elysium. Rufus. Oh yeah, oh yeah. Yeah. Rufus. Rufus, Rufus. Hey, hey, hey. Was, wie? Was soll das denn werden? Ja, ich dachte, ich baue mal einen Break ein. Das ist nicht denken, das ist sich in den Vordergrund spielen. Scheinbar hat es überhaupt keinen Sinn, dir Freestylen beibringen zu wollen. Dabei war der Song so gut, Penner. Der hat bestimmt, Freestyle-Errungenschaft freigeschaltet. Der hatte bestimmt das ganze Mikrofon zugesifft mit seiner Spucke, ne? Das finde ich super. Hast du zufällig ein Tauchboot hier vorbeikommen sehen? Nein, tut mir leid. Ich habe die Schnorchelausrüstung wohl in meiner Winterresidenz gelassen. Zu schade. Du hast gar keine Winterresidenz. Das war Sarkasmus. You don't say. Du bist wohl ein Blitzmerker. Okay, nie wieder Sarkasmus. Händler benutzen nämlich keinen Sarkasmus. Was? Nicht? Scheiße. Kannst du mir etwas über Porter Fisco erzählen? Klar. Was möchtest du wissen? Eigentlich nichts. Woher? Wer wohnt in dem Zelt? Oh, das ist das Zelt des Seers. Ein erstaunlicher Kerl. Man sagt, er kann die Zukunft voraussagen. Die Kurse von Grundstückswerten am Immobilienmarkt kennt er schon mal nicht. Früher einmal war er ein reicher Mann. Es hieß, er könne sogar Lottozahlen voraussagen. Aber sein Geschäft läuft wohl nicht mehr so gut. Darum hat er auf Partnerberatung umgesattelt. Er gibt Beziehungstipps? Ja, warum nicht? Er hat die idealen Voraussetzungen dafür. Ein abgeschlossenes Psychologiestudium. Eine Glaskugel. Ist gleich viel wert, kein Ding. Wie komme ich zur oberen Aufstiegsstation? Gar nicht. Der Organon hat alle Wege zum Aufstiegszoll abgeriegelt. Ja. Weißt du, wo ich den geheimen Unterschlupf der Rebellen finde? Na klar, der Eingang ist direkt hier in der Kanalisation. Ich meinte den geheimen Unterschlupf. Ich kenne nur den hier. Den geheimen. Und jeder weiß, wo es ist. Ist Porta Fisco nicht auch eine Niederlassung des Organon? Es ist sogar die zentrale Hauptverwaltung. Ulysses hat sein Büro direkt am Aufstiegszoll der oberen Aufstiegsstation. Seit jeher gehört es zu den Aufgaben des Organon, Deponianern von den Hochbooten fernzuhalten. Nun ist nur noch eines übrig. Und man munkelt, es würde den Planeten schon sehr bald verlassen. Wer weiß. Vielleicht verschwindet dann auch endlich der Organon aus Porta Fisco. Dann würde ganz Porta Fisco einen Luftsprung machen. Wortwörtlich, ja. Mehr als du denkst. Bitte was? Beim Gähnen verrenkt. Ja. So langweilig fand ich die Geschichte jetzt gar nicht. Lass uns das Thema wechseln. Dieser Ort deprimiert mich irgendwie. Ja, das kann ich gut verstehen. Mich deprimiert Porta Fisco schon mein ganzes Leben lang. Ja, aber du bist nicht so wichtig. Warum ist es bei dir weniger schlimm? Alter. Ich riech dich später. Denk dran, was ich dir beigebracht habe. Logen, Digga. Okay, noch ein Tipp. Niemand mag Klugscheiße. Ey, Digga, ist nicht sein Ernst. Ach. Ich möchte mal hier hochgehen, denn ich weiß nicht mal, wo das hinführt. Reifenberg, aha. Sowas wie Eisenberg, bloß anders.
Ach so, diese Reifen sind kaputt und langweilig. Wenn sie wenigstens brennen würden. Ja. Ich hab eine Idee, da hab ich eine Idee. Guck mal, ich hab doch eine Fackel. Irgendwas Nützliches muss ich daraus doch basteln lassen. Ein Dochtlöscher für Flammen. Okay, nein. Ich hab gedacht, vielleicht braucht es einen Anzünder oder sowas derartiges. Kann ich das an Gun halten, damit die Gase an die Fackel kommen und dann... Rufus haben Feuer! Rufus haben offenes Feuer im Mantel. Yay. Was, wenn ich jetzt hier... Also, was ist besser als ein Berg aus Reifen? Richtig, ein Berg aus brennenden Reifen. Stimmt. Erinnert mich an die Simpsons. Der brennende Reifen ist sowas wie mein Wappentier. Fehlen nur noch die Vampirzähne. Ja. Wir haben wirklich einen brennenden Reifen im Inventar. Super, kann ich mir jetzt da... Autsch! Ach, so wird das nichts. Autsch! Ach, so wird... Autsch, so wird das... Ich könnte es den ganzen Tag machen. Autsch, so wird das... Komm noch einmal. Autsch, so wird das... Was mache ich mit dem brennenden Reifen? Ah! Jetzt Aino. Das Ding ist, ich suche mal kurz was, warte. Okay, ich sehe es nicht. Was war hier hinten? Okay. Ich habe keinen Plan, wo es ist. Ja, komm, jetzt mach schneller. So. Denn ich habe gerade was gesucht, was ich nicht gefunden habe, deswegen. Ich rede mal erstmal mit Goal. Was sagt sie hier zu Porta Fisco? Oh, ich will den anklicken. Aber erst, wenn ich hier fertig bin. So. Hey, Goal! Na? Alles gut bei dir? Und wie? Ist es nicht wunderschön hier? Ja. Na ja, wenn man Elend mag. Ich find's toll, sagte die Frau mit dem Gehirnschaden. Was stinkt hier eigentlich so? Ich hoffe, das bin nicht ich. Nein, ich glaube, es kommt von dem Typ da drüben. Lieb von dir. Aber ich muss furchtbar riechen. Ich habe mir heute noch nicht mal die Zähne geputzt. Mhm. Wenn man das nicht dreimal täglich macht, bilden sich Bakterien im Mund. Ja. Genau. Und am Wochenende treffen sie sich mit dem Yeti und füllen süchtig machende Substanzen in Klebstoff. Aber es sind süchtig machende Substanzen im Klebstoff. Arme Goal. Arme, naive Goal. Keine Spur von Donna Goal. Wir schaffen das schon. Habe ich jemals etwas anderes behauptet? Du nicht. Aber Doc murmelte vorhin, dass es keinen Sinn ergibt, Tauchboote an Land zu suchen. Doc hat ja auch keine Ahnung. Es klang zumindest logisch. Logik ist was für Leute, die zu faul sind, ziellos herumzuprobieren. Stimmt. Ja, trying an arrow for the win und so. Wer wohl in diesem Zelt da oben wohnt? Bestimmt ein großer Magier. Große Magier wohnen nicht in Zelten, sondern auf dem Kutter von Schrottskippern. Krass. Was? Woher weißt du nur immer all diese Sachen? Magie. Magie mit Doppel-G. Weiter geht's. Ja. Ich folge dir überall hin. So, ich gehe mal jetzt zu dem Wahrsager. Komm rein, Rufus. Ich habe dich erwartet. Sehr gut. Mein Ruf eilt mir voraus. Aber nicht doch. Die Kristallkugel hat mir deine Ankunft verraten. Und sie weiß sogar, wie ich heiße. Tatsächlich hast du im Vorzelt deinen Namen gesummt. Aber egal. Du bist spät dran, Rufus. Ich wurde aufgehalten. Ja, das habe ich ebenfalls vorhergesehen. Was genau genommen keinen Sinn ergibt. Und... noch was. Dass du mir die Bananen klauen wirst, werde ich dir sehr übel nehmen. Das Tolle wäre jetzt, wenn man die Bananen gar nicht klauen könnte. Aber dann würde es zeigen, dass das egal kommt jetzt hier. Bist du so eine Art Hellseher? Ich verfüge über das dritte Auge. Im Nacken? Ja, aber ich praktiziere nicht mehr. Dann habe ich den Kaffeesatz im Vorraum vollkommen umsonst auf den Teppich geschüttet. Tja, die Zeiten haben sich geändert. Wenn man heutzutage nicht auf einem Scheiterhaufen enden will, tut man gut daran, düstere Vorahnung für sich zu behalten. Darum habe ich auf Partnerberatung umgesattelt. Bitte was? Du hast vorhergesehen, dass du schlechte Zeiten vorhersehen wirst und hast deshalb die Wahrsagerei aufgegeben? Aber nicht doch. Ich habe meinen Job rechtzeitig an den Nagel gehängt. Entsprechend werde ich auch niemals schlechte Zeit vorhersehen. Und was nicht passieren wird, kann man nicht vorhersehen. Ich habe allerdings vorhergesehen, dass ich aus diesem Grunde meinen Job an den Nagel hängen werde. Irgendwie wünsche ich mich gerade zu Docs Zeitanomalien zurück. Ebenso?
Du machst jetzt Partnerberatungen? Ja. Aus irgendeinem Grund sind die Leute empfänglicher für schlechte Neuigkeiten, wenn es um ihre Beziehung geht. Ja, wenn es um das eigene Leben geht, dann ist jeder so zimperlich, wa? Kannst du die Lottozahlen vorhersagen? Ich könnte. Na komm, sag mal. Ach komm schon, verrat mir die Lottozahlen. Nein. Na, du weißt es doch nicht, deswegen. Wird es mir gelingen, die Welt zu retten? Die Zukunft ist noch nicht geschrieben, Rufus. Außer in meinem Tagebuch natürlich. Ich habe nächsten Monat viel zu tun, da habe ich schon mal etwas vorgearbeitet. Das ist geil. Ich habe mir mein Tagebuch vorgeschrieben, genau. Warum wohnst du in einem Zelt? Meine Kunden erwarten ein mystisches Ambiente. Außerdem ist es praktisch. Im Falle einer Katastrophe kann ich all mein Hab und Gut innerhalb von Minuten zusammenpacken. Was für eine Katastrophe? Ups. Das Gewirk der Zeit ist in ständiger Bewegung. Ja, ja. Ein Schleier liegt über der Zukunft. Ungewissheit spielt nackt auf seinen Bongos. Es gibt kein Benzin für Satinavs Kettensäge. Hey, nun lenk mal nicht ab. Was für eine Katastrophe. Ach, verdammt. Satinavs Ketten finde ich super. Ach, schön. Muss ich auch mal spielen. Ich will deine Bananen nicht. Du wirst sie mir trotzdem stehlen, glaub mir. Ich glaub dir. Ich will deine Bananen wirklich nicht. Langweilig, füg dich dem Unausweichlichen und nimm die Bananen. Es sind leckere, saftige Bananen. Ich will dich nicht länger stören. Ich habe es anders gesehen. Achso, okay, jetzt bin ich dran. Er hatte gesagt, wir werden die Bananen. Solange ich die Bananen nicht mitnehmen muss, werde ich sie jetzt auch nicht mitnehmen. Ich habe mein Schicksal selbst in der Hand. Ja. Obwohl die schon sehr nützlich aussehen. Ja, mein, nein. Ah, ich glaube, ich weiß, für was wir eine Banane brauchen. Kacke, die Mist. Goal, willst du mit mir gemeinsam da zur Beziehungsberatung? Hey, Goal, alles gut bei dir? Und ist es nicht... Ja, hier. Kommst du mit zum Wahrsager? Er wohnt in dem Zelt da oben. Ein Wahrsager? Ja! Worauf warten wir noch? Wer als erstes da ist? So, ich weiß, es war auch eine Art Rätsel. Jetzt frage ich mich, wie es ging. Jetzt bin ich gespannt. Ich würde lieben gern abspeichern, aber für was eigentlich? Wir sterben doch nicht. So. Nächstes Jahr schon? So ist es vorherbestimmt. Es kommt von der Mütze. Auch Haarwurzeln müssen atmen, weißt du? Oh. Da kommt er. Worüber habt ihr gesprochen? Nichts. Fangen wir doch am besten gleich an. Also, was wollt ihr wissen? Ach du Scheiße. Kann ich jetzt alles auswählen oder doch nicht alles auswählen? Was kann ich denn auswählen? Ich habe keine Ahnung. Was will ich denn auswählen? Werden wir all das hier überleben? Ich verstehe nicht, was das mit eurer Beziehung zu tun hat. Das hier ist eine Partnerberatung. Ich beantworte nur Fragen, die sich auf eure Partnerschaft beziehen. Ach ja, lass mich das umformulieren. Ja, jetzt jedes wird anders umformuliert. Okay. Ich will aber. Wie sieht es in Zukunft mit unserer Gesundheit aus? Frage ich mich auch. Ich sehe. Oh je, Mene. Das ist ja furchtbar. Kann man sowas überhaupt überleben? Rufus schon. Was siehst du denn da? Oh, das willst du gar nicht wissen. Glaubt mir, ich muss euch dringend raten, euch so weit wie möglich voneinander fernzuhalten. Was? Niemals. Wir werden immer füreinander da sein. Ja, nicht wahr, Rufus? Ja. Sag doch ja, du Penner. Ihr Lottozahlen. Wie sind die Lottozahlen von dieser Woche? Ich verstehe nicht, was das... Lass mich das um... Werden wir reich sein? So lottogewinnreich? Das ist doch ein Trick, oder? Aber na gut, ich guck mal, ob ich etwas in der Kugel erkennen kann. Und? Jetzt kommt ein Scheiß raus, wetten? Ich sehe, dass ihr reich werdet. Oh. Ja, an Kummer. Ich wusste es. Reich an Erfahrung. Toll. Vorausgesetzt, ihr überlebt das alles hier. Was kann man sich mehr wünschen? Ein Hinweis auf die Lottozahlen vielleicht. Nein. Mehr verrät die Kugel aber nicht. Naja, was willst du mit einem Hinweis anfangen, ne? Es sind keine Ahnung, wie viele Zahlen und ein Hinweis da... Ja, werde ich verhindern, dass Goal Cletus heiratet? Was denn?
Ihr seid gar kein Paar? Lass mich das umformulieren. Jetzt bin ich gespannt. Wie sieht unsere gemeinsame Zukunft aus? Knifflig. Ich werde am besten die Kugel befragen. Mach das. Ich sehe, dass noch ein langer, beschwerlicher Weg vor euch liegt. Vor uns? Meinst du nicht vielleicht hinter uns? Hältst du die Kugel überhaupt richtig rum? Ich glaube schon. Immerhin ist hier so ein Pfeil auf der Unterseite. This side up. Hier steht's. Ach, komm schon, Rufus. Dann liegt halt noch ein langer Weg vor uns. Oh, ist doch toll, solange wir beieinander sind. Ach ja, ich mag die eigentlich. Ja, aber Toni ist besser. So. Na hier. Werden wir Donna Goal rechtzeitig finden? Ich verstehe nicht. Lass umformulieren, bitte, danke. Kommen Goal und ich irgendwann so richtig zusammen? Eine gute zusammen? Frage. Jetzt bin ich gespannt. Ich sehe große Zerrissenheit in euch. Bevor ihr zusammenfindet, muss jeder von euch beiden erst einmal mit sich selbst ins Reine kommen. Wow! Hast du mal darüber nachgedacht, bestickte Kissen zu verkaufen? Ihr wären bestimmt der Renner. Bestickte Kissen? Nee, glaube ich nicht. Was wird aus Deponia? Ich verstehe nicht. Ja, Beziehungen nochmal umformulieren. Genau, und jetzt ihr. Wo werden wir zusammen alt werden? Auf Elysium? Nun, das sollte einfach zu beantworten sein. Ah, ich hätte es gedacht, ich nein. Ich sehe. Nanu, was ist denn jetzt los? Die Kugel ist auf einmal ganz dunkel geworden. Sehr seltsam. Das liegt bestimmt daran, dass die Kugel nicht jugendfreie Szenen zensiert. Oder wir machen gerade einen Nachtspaziergang. Auf jeden Fall ist das ein gutes Zeichen. Da bin ich mir sicher. Ja, das erste hat mir besser gefallen. Eindeutig. Kann sich Rufus freuen. So. Das ist doch alles Reibach. Du hältst die Kugel falsch rum. Ich fürchte nicht. Hier, du kannst dich gerne noch einmal davon überzeugen. Ich sehe, du planst, um dein Schicksal zu falschen. Aber so honorig der Versuch auch sein mag, den dir vorbestimmten Weg zu ändern, das Schicksal. Ich habe eine Idee. Dafür hat Doc leider noch keine Verfaul... Stopp. Was bin ich jetzt? Wo hast du mich denn jetzt wieder hingeschleppt? Und wer ist das Pfeifenkopfmännchen? Das ist der Seher. Wie Seher? Ja, der guckt. Sehr, denke ich. Oh, ich spüre eine neue Aura. Und gleich spürst du auch noch das dazugehörige Aua. Ich habe keine Lust, mir irgendwelches Esoterik-Huppi-Fluppi anzuhören. Es ist auch mehr so eine Partnerberatung. Eine was? Komm schon, sowas ist lustig. Und ich wollte gerade eine neue Frage stellen. Jetzt bin ich gespannt. Wie war das gleich mit unserer gemeinsamen Zukunft? Ich sehe, dass noch ein langer, beschwerlicher Weg vor euch liegt. Aha. Das ist doch Humbug. Lass uns hier abhauen. Einen Moment noch. Was muss ich hier machen? Mann, ich will Poki. Ich habe immer Angst, dass ich Poki nicht anklicken kann und dann ist doof. Lebensabend. Das war das, wo es dunkel wie wird, wie war ne? das gleich mit unserem Lebensabend? Ja, komm. Die Kugel ist auf einmal das passiert. Ja, sonst nie. Und, Goal? Sag was. Also langsam macht der Typ mich echt wahnsinnig. Darf ich meine klatschen? Ja. Ja, das wäre lustig. Aber halt es noch einen Augenblick zurück. Was soll ich machen? Das hier? Das ist doch alles mein... Wenn ich mir den Mist nur eine Sekunde länger... Beehrt mich bald wieder, aber lasst euch ruhig Zeit damit. Ich gehe mal wieder alleine rein. Er spricht sicherheitshalber nochmal Poki an, weil man weiß halt nie, was hier passiert, ne? Ja, und hier sind wir jetzt in dem Zelt des Wahrsagers, des Sehers, des Gurus, der sein Geschäft als Wahrsager halt erstmal vorübergehend beiseite gelegt hat.
aber immerhin stattdessen seine Fähigkeiten einsetzen kann, um Paare zu beraten. Und diese Paarberatung, die werden wir im späteren Verlauf des Spiels, vielleicht habt ihr das auch schon gemacht, auf jeden Fall noch in Anspruch nehmen. Nicht, dass Rufus wirklich halt jetzt da irgendeine Art von Beratung oder Hilfestellung bräuchte. Aber man muss ja auch sagen, es ist eine schwierige Situation, in die er sich da rein manövriert hat oder in die er da rein manövriert wurde, vollkommen ohne eigenes Verschulden. Genau, danke Rufus. Aber er hat ja auch zum Glück diese Fernbedienung, um diese Charakterfacetten von Goal hin und her zu schalten. Ja, dann mal eine Frage an Rufus auch. Wie hast du das eigentlich erlebt? Ist das nicht unglaublich praktisch? Wünscht man sich das nicht manchmal auch im wahren Leben sozusagen? Also eine Fernbedienung, mit der man halt zwischen unterschiedlichen Charakterfacetten von anderen Menschen hin und her schalten kann. Ach, was ich an dir so lähmend finde, ist, du hast überhaupt keinen Sportsgeist. Natürlich wäre das praktisch, wenn man so eine Fernbedienung hätte. Aber ich habe keine und ich komme auch so zurecht. Weil es gibt Körperzonen, ich will es mal so stehen lassen, ja, wenn man die im richtigen Moment und in der richtigen, aha, Intensität und in, aha, der richtigen Richtung berührt, ja, interessant, dann kommt das zu den gleichen Ergebnissen. Es ist doch viel aufregender, als einfach nur auf Knöpfe zu drücken. Aber ich verstehe schon, du hast es gerne immer ein bisschen einfacher. Das ist ja auch der Grund, warum ich der Held in diesem Spiel bin. Und du einfach nur jemand, der im Hintergrund die ganze Dreckarbeit macht. Ich meine, das ist doch klar. Natürlich weiß ich das. Und Körperzonen, klar. Wir reden hier von der Schulter? Genau. Eindeutig reden wir von der so besonderen Schulter.